Im Herbst tagten erstmals die Tierärzte im Rosengarten. Trotz vieler Medizinkongresse war dieser für das MCON-Team etwas Besonderes, da auch die Vierbeiner mit dabei waren. Wir haben uns in der Ausstellung ein bisschen näher umgeschaut und wissen jetzt, dass Aquajogging nicht nur Menschen gut tut. Unser erster Eindruck ist sehr gut, also man hat sehr viel Platz als Aussteller hier in den Messehallen. Bis jetzt gefällt es uns sehr gut hier, ist ja alles sehr schön, groß, weitläufig und ja, wir werden sehen, wir hoffen natürlich auf eine gute Messe. Also ich bin sehr überrascht, wie groß es hier ist, wie weitläufig es ist und ja, ich bin gespannt auf die ganzen Tierärzte, die kommen und was für Fragen sie stellen werden. Mannheim ist sehr schön. Wir sind schon kurz im Rosengarten gewesen, hier vorne, wo der schöne Brunnen ist und ja, mit Hund ist das auch hier möglich. Die MCON Weihnachtsbackstube machte den Teilnehmern in diesem Jahr besonders viel Spaß, denn es wurde für den guten Zweck Teig ausgerollt. Die Kekse gingen allesamt auf die Kinderonkologiestation des Uniklinikums Mannheim, um den kleinen Patienten von Professor Schroten eine süße Freude zu machen. Einen wunderschönen guten Abend darf ich allen recht herzlich wünschen, hier bei uns im Rosengarten zum vorweihnachtlichen Zusammentreffen einer kleinen, aber feinen Backrunde. Da wir das jetzt dieses Jahr schon zum vierten oder zum fünften Mal machen, kann man ja eigentlich sagen, es ist eine Tradition bei uns im Hause, dass wir gemeinsam mit unserem Partner Dorinth und guten Freunden sozusagen den Schneebesen rühren und dieses Mal aber tatsächlich im Sinne der guten Sache. Weihnachten, also große Ereignisse, werfen ihre Schatten voraus. Das heißt, der Nikolaus war schon da. Und am Donnerstag diese Woche werden wir zusammen mit den Kindern auch die Nikolausfeier machen. Das heißt, der richtige Nikolaus kommt, die Geschenke sind gepackt, wir haben Plätzchen da, die wir heute gebacken haben. Darauf freuen wir uns und die Eltern bringen auch ein bisschen was zu essen noch mit, an Salaten und an Kuchen. Und wir werden ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Und die Schwestern sind dann ein bisschen gestresst, weil sie nicht durchkommen durch den Gang vor lauter Kindern und Geschenken, weil die Kinder dürfen natürlich ihre Geschwister mitbringen und es kommen da auch die, die dieses Jahr schon wieder zu Hause sind und schon wieder gesund geworden sind, nicht nur die, die aktuell krank sind. Und zu denen guckt natürlich der Nikolaus auch ab und zu mal ins Zimmer rein, zu den Kindern, die nicht raus dürfen. Unter dem Motto »Moderne Schmerzmedizin – ist alles gut, was geht?« fand der Schmerzkongress in Hamburg statt. Die MCON war auch in diesem Jahr mit der Vollorganisation des Kongresses betraut. Für die Eröffnungsveranstaltung hatte das Team ein besonderes Highlight geplant. Live-Malerei ist zunächst raus aus dem Atelier. Also nicht im geschützten Raum meiner vier Wände, meiner Atelierwände, wo ich räumlich unabhängig bin, wo ich zeitlich unabhängig bin, sondern jetzt bewusst. Ich habe mich erinnert,
wo ich Schmerz empfunden habe, wo Schmerz für mich von Bedeutung war. Und da bin ich als erstes auf einen psychischen Schmerz gekommen, seelischer Schmerz auch. Nicht zuletzt, das mag jetzt verwunderlich klingen, habe ich das in Brasilien erlebt, auf Reisen in Brasilien. Ich habe in Rio de Janeiro gemalt, gearbeitet, aber auch in Salvador de Bahia. Das zweite Motiv, was ich ja hier gewählt habe, ist ein körperlicher Schmerz. Und der ist relativ klar gekommen, weil der Maler ist im Atelier oder bei Live-Veranstaltungen oft in einer gebückten Haltung. Für mich ist das auch was Tänzerisches. Und man hat es mit Materialien zu tun. Also das hat immer was mit nach unten gehen, nach oben gehen, bücken, wieder hoch. Ja, und dann kam natürlich das zwangsläufig, dass da einfach das Motiv schon da war. Für 2014 konnte die MCON wieder neue Kunden im Bereich der medizinischen Gesellschaften gewinnen. Die Organisation des Neurologenkongresses liegt bereits im nächsten Jahr in den Händen des MCON-Teams. Zudem ist erstmals die Deutsche Gesellschaft für Urologie im Rosengarten zu Gast. Mit der Mannheim Media Night war im November ein echtes Erfolgskonzept der DHBW im Rosengarten zu Gast. Der Studiengang von Professor Gerald Lemke hatte zwei Top-Referenten gewonnen und selbstständig das komplette Event organisiert. Ein Konzept, das im Rosengarten gut aufgehoben ist. Was ist denn das Argument für das Marketing-Symposium Mannheim? Das Argument für das Marketing-Symposium ist, dass es aktuelle Trends aufgreift, aktuelle Themen, die in den Medien und besonders in den digitalen Medien gespielt werden.